Moin moin Leute, ich bin Lilikopf's Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Deltarune Kapitel Nummer 2, aber die Snowgrave-Route. Wir sind das letzte Mal genau hier stehen geblieben und dürfen jetzt auch erstmal so weitermachen wie bisher, denn ihr habt es auch in die Kommentare geschrieben, also herzlichen Dank dafür. Ich mache hier nebenbei gerade wieder meine Beschreibung auf. Herzlichen Dank für eure Hilfe. Natürlich ist nichts falsch gelaufen, sondern alles, was ich gemacht habe, war vollkommen korrekt und wir machen jetzt erstmal weiter und tun so, als wäre nie was passiert, aber frieren natürlich weiter die Gegner ein. An der Stelle auch Shoutout an Cyplex Games, denn ihm ist etwas aufgefallen. Passt mal auf. Wenn wir in unser Inventar gehen und den Ring angucken, den Noel gerade dran hat, dann sieht man, a ring with a snow globe on it. Is that someone inside? Ihr erinnert euch, dass wir diesen Ring von einem Verkäufer geklaut haben. Geklaut. Wo der Verkäufer hin ist, hat man dann nicht mehr gesehen. Naja, man fragt sich, was im Freeze Ring drin ist, nicht wahr? Wir machen einfach mal weiter. Nun gut. Und euch ist auch schon aufgefallen, ich muss ehrlich zugeben, da haben meine Ohren mich ein wenig getäuscht. Euch ist schon aufgefallen, die Musik ist ja eigentlich die gleiche, aber ein bisschen langsamer und ein bisschen dunkler, ein bisschen anders eben. So, wir werden weiterhin die ganzen Gegner hier einfrieren, wie wir es gewohnt sind. Zumindest in diesem Run. Normalerweise ist man das nicht gewohnt, aber hier ist das nun mal so. Eisschock. Frozen. Und man sieht wieder, Noelle ist stärker geworden, mit Schneeflocken im Hintergrund. Es sah fast aus, als wäre sie selber in dieser Schneekugel, von der eben die Rede war. Genau, und hier waren wir auch beim normalen Let's Play, haben hier viele Gegner gesehen. Die Gegner rennen vor uns immer noch weg, weil sie Angst haben. Aber keine Sorge, ich erlöse euch ja schnell von eurem Leid. Guck mal, hier können wir fast stehen bleiben. Die fänden uns und ein weiterer Eisschock. Sehr schön, Noelle ist stärker geworden, wie es sein sollte. Wunderbar. Gut, wir gucken uns hier weiter um, denn wir wollen natürlich keinen Gegner verschont lassen. Jeder Gegner bekommt das, was er verdient. Und das ist in unserem Fall der eisig kalte Tod. Gut, ich glaube aber, hier sind tatsächlich keine Gegner mehr. Sieht nicht danach aus. No. Okay. Aber hier warten auf jeden Fall noch ein paar Gegner auf uns. Die rennen weiterhin vor uns weg. Und ihr seht ja auch, was sich jetzt schon alleine alles verändert hat. Weil hier sind ja sonst super viele Autos gewesen. Die sind nicht mehr hier. Aber das führt uns gleich auch zum nächsten Punkt, wo ich euch etwas zeigen kann in diesem Run, was sehr besonders ist. Denn dieser Run wäre ja nicht der Snowgrave Run, wenn hier nicht total verrückte Sachen passieren würden. Und ihr habt ja schon mitbekommen im letzten Part, dass wir bei Spamton waren. Und dass da gesagt wurde, dass sie sich irgendwie nostalgisch fühlt. Und es ganz komisch findet, dass sie da war. Ja. Und den Weg, wo wir eigentlich auf den Annoying Dog treffen, können wir weiterhin wählen. Allerdings ist hier kein Annoying Dog, sondern ihr habt gesehen, dass sich dieser Dumpster hier gerade kurz bewegt hat, beziehungsweise weiterhin bewegt. Suchst du nach einem unwiderstehlichen Deal, der dein Hirn wegblasten wird? Halt die Klappe, weil du bist ein Schwächling. Versuch's bei der Friday Night Workout. Dann werde ich dir mein 5 verbleiben. Und jetzt sehen wir, dass noch 5 Leute verbleiben, die wir einfrieren müssen, bis wir zu einem besonderen weiteren Punkt weitergehen können, der mit der krasseste wird in diesem Run. Ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich heute schon erreichen. Es könnte sehr gut sein. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Wir werden sehen. Ice Shock, Frozen, sehr schön. Und ihr seht, wie krass einfach die Waffe, oder eher gesagt der Freeze Ring ja ist. Also, wir one-hitten hier gefühlt jeden. Und das ist ganz schön heftig. So, hier kann man übrigens auch einfach nach oben, dann ist das sehr einfach, dem auszuweichen. Bye, bye. Sehr schön. Noelle wird immer, immer stärker, wie es sein sollte. Gut. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht zu schnell an manchen Punkten voran. Ich lese hier gerade nur ganz kurz. Okay.
Schau mal, Chris, ein weiteres Puzzle. Wie sollen wir das diesmal lösen? Proceed. Geh weiter. Wie? Da kann ich doch nirgendwo hin. Chris, der Weg ist blockiert, nicht wahr? Geh weiter. Chris, was tust du da? Chris, ist alles okay? Mach weiter. Chris, da ist ein Blitz im Weg. Wenn wir weitergehen, dann... Chris, du hast nicht wirklich gehört, was ich eben gesagt habe, oder? Du würdest mich doch nicht... Chris? Schau mal, es sieht so aus, dass ich es geschafft habe. Ich habe einfach nur Chris' Anweisungen gefolgt. Und irgendwie, bevor ich es überhaupt wusste, war das Puzzle fertig. Wo habe ich drüber nachgedacht? Chris wollte mir doch nicht wehtun. Der hat mich nur stärker gemacht. Ich habe dich nur stärker gemacht. Vollkommen richtig. Ist das jetzt nicht so, dass es hier tatsächlich passiert, dass man da auf die Queen trifft? Weil ich möchte definitiv nichts falsch machen. Und wir haben ja eben gesagt bekommen, dass noch ein paar left sind. Aber hier sind ja alle eingefroren. Wir können noch mal einmal kurz zurückgehen, um nachzusehen, dass wir auf jeden Fall jetzt ein paar weitere besiegt haben. Gehen noch mal einmal kurz hier zum Dumpster. Und zwar 4 left. Es fehlen immer noch 4. Okay. Gut, ich würde aber behaupten, dass wir von hier aus jetzt einfach weitergehen dürfen. Weil ich glaube, wir jetzt noch nicht an einen Punkt ankommen, wo etwas Besonderes passieren soll. Das kommt, glaube ich, erst später. Das heißt, hier können wir ganz normal weiterlaufen. Ach, guck mal, hier sind zum Beispiel auch noch ganz normal Gegner. Hallo, kommst du wohl her, kleine Maus? Defend, Ice Shock. 369. Habt ihr gesehen, was für einen Schaden wir mittlerweile machen? 361. Ufo. Ich bin ein Berliner. Ice Shock. Noel ist wieder stärker geworden. Oh, hallo Maus. Na? Sehr gut. Auch eingefroren. Weiterhin auch immer noch der Punkt, wenn man dieses Geräusch hört, dieser Pitch, der so runtergeht. Das bedeutet so viel, wie dass man dann alle in einem Bereich eingefroren hat. Und dann alle Gegner vorbei sind, tot sind. Eingefroren. Wir sagen eingefroren. Sehr schön. Wir haben einen CD-Bagel bekommen. Toll. Hier gibt es, glaube ich, erstmal niemanden mehr. Ich werde einfach nach vorne gehen und das Puzzle machen. Ist das nicht etwas Gutes? Ich meine, ich löse Dinge alleine. Ich mach neue Dinge ganz alleine. Ich besiege Gegner ganz alleine. Und jedes Mal, wenn ich's tue, werde ich stärker. Was habe ich getan, als ich den Ring bekommen habe? Als ich das Puzzle gelöst habe? Es ist auch egal. Es ist egal, wenn ich mich nicht dran erinnern kann. Es ist egal, wenn die Kämpfe ineinander verschwimmen gerade. Wenn Chris mir sagt, dass ich das tun soll, dann kann ich die Dinge tun, die ich vorher nie tun konnte. Ist das nicht was Gutes? Ich werde stärker. Und solange ich tue, was sie sagen, solange ich... Alles fertig, Chris. Sollten wir noch ein paar Gegner finden? Holy moly. $20. Juhu. Das ist schon echt krass. Ah, wen haben wir denn hier? Na? So, wir können auf jeden Fall gleich nochmal zum Dumpster zurück, weil wir jetzt hier gerade wirklich noch viele Gegner platt gemacht haben. Das sollte sich auf jeden Fall gut darauf ausgezahlt haben. Sehr schön. Obwohl man natürlich, wie gesagt, auch immer diesen Pitch-Down-Sound hören kann.
Gerade auf die Pop-Ups muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man die nicht übersieht. Weil die müssen natürlich auch platt gemacht werden. Oh, ich bin so gespannt, wenn dieser eine Part kommt, wo wir gerade schnurstracks drauf zugehen. Weil es wird gesagt, dass das mit das Gruseligste ist dieser ganzen Route, was hier noch passieren wird. Das ist so mit das Schlimmste irgendwo. Okay. Wir gehen nochmal einmal kurz zurück, auch einfach aus dem Grund, weil ich nochmal einmal zu dem Dumpster möchte, aber auch, weil ich am liebsten sogar so weit zurückgehen möchte, dass ich einmal speichern kann. Weil ich setze mir gerne so kleine Save States, bevor ich dann so ganz viel nachspielen muss, das ist ja auch mal so ein bisschen blöd. Und dann können wir so ein bisschen hier unsere Kollektion betrachten. Die ganzen Gegner, die wir hier geplättet haben. Ist doch schön, sich das nochmal vor Augen zu führen, nicht wahr? Ich finde das toll. Ist doch nett. Sehr nett. Gut, hier war nämlich auch keiner mehr. Kann man nämlich auch nochmal einmal so ein bisschen wirklich checken, dass man niemanden komplett offensichtlich übersehen hat. Hier speichern wir nochmal. Du und Noel seid gefüllt mit Kraft. Freut mich. Freut mich sehr. Genauso soll es sein. Gefüllt mit Kraft. Oh, guckt euch diese Trophäen an, die hier überall rumstehen. Oh, sehr schön. Gut, wir gehen also nochmal einmal kurz zum Dumpster. Und gucken mal, was er uns Schönes sagt. Hier dürfen wir nochmal nach links reindüsen. Dumpster! Hi. Engel, Engel. Suchst du nach dem Ring der Dornen? Ja. 1997 Chroma. Hier ist dein Ring. Pass auf, er könnte stechen. Wir haben den Dornenring bekommen, Freunde. Ein weiterer Ring. Natürlich. Ausgesucht für Noel. Der Thorn Ring. Wearer takes damage from pain. Reduces the TP cost of ice spells. Damn. Okay. Jetzt lasst mich mal einmal ganz kurz hier das angucken. Alright, alright. Alles gut soweit. Ihr seht, 21 plus 10. Man bekommt Trance dazu. Und den legen wir natürlich an. Und Noel soll wohl Schaden davon kriegen. Naja, auch nicht so schlimm. Keine Sorge, kein Geld-Zurück-Garantie. Es ist ein einmaliger Kauf und du wirst ihn für dein Leben lang, für den Rest deines Lebens, komplett bereuen. Perfekt. Aber das war eben dieses kleine Ding, was ich jetzt noch auslösen wollte, dass wir eben noch einen weiteren Ring kriegen, und zwar den Thorn-Ring, der Dornen-Ring, der uns selbst wehtut, beziehungsweise ihr selbst wehtut, und sogar den Eisschaden ein bisschen reduziert, damit alle vielleicht noch ein bisschen mehr leiden gefühlt. Okay, okay, okay. Okay. Ich lese noch mal ganz kurz, was wir gleich jetzt als nächstes noch tun müssen. Wunderbar. Und wenn wir jetzt eine Sache bald abschließend werden, wahrscheinlich noch heute im Part, dann gibt's kein Zurück mehr. Noel, da bist du ja! Ja, perfekt, rechtzeitig. Wir können zurück zur Queen gehen und... Noel? Chris, sieht so aus, als wäre hier noch ein Feind. Soll ich ihn einfrieren? Noel? Noel, ich bin's! Erkennst du mich nicht wieder? Birdly? Noel, geht's dir gut? Was machst du da mit Chris? Ich bin nur... Wir sind nur... Wir werden stärker. Stärker? Wie? Chris, was tust du? Proceed. Was? Wie weitermachen? Wo... Noel, worüber reden they? Das ist es. Das reicht, Chris. Ich weiß nicht, was du tust, aber wenn du meine Freundin Noel damit wehtust, dann habe ich keine Wahl, aber muss dich mit Kraft stoppen. Chris, mach dich bereit. Warte, Birdly, stopp. Renn weg. Birdly,
blockiert den Weg. Und wenn wir weitergehen müssen, dann darf Birdly den Weg nicht blockieren. Und schaut mal, wir haben unseren Run-Namen erreicht. Und zwar Snowgrave. Es ist fatal und kostet 100% TP. Okay, okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal gar nichts, sondern sammeln ein bisschen TP. Wie viel haben wir? 77. Okay, wir haben TP Max, perfekt. Snowgrave. Snowgrave? Ich kenne diesen Spell nicht. Ich sag dir doch, ich weiß nicht, worüber du redest. Ich sag dir doch, hör auf. Ich weiß nicht, worüber du redest. Okay, wenn du sehen willst, was unbedingt jetzt passieren wird, dann schau doch zu, wenn ich irgendeinen Zauberspruch verwende, den ich noch nicht mal kenne. Noelle benutzt Snowgrave. Was ist passiert? Da war so viel Schnee, ich konnte gar nichts sehen. Ich fühle mich nicht so gut. Ich denke, ich werde nach Hause gehen. Das ist der Snowgrave-Weg. Es ist schwer, durch das Eis hindurchzusehen. Well, das war's wohl mit Noelle. Noelle hat tatsächlich Birdly in der Dark World eingefroren. Tödlich eingefroren. Und natürlich fragt ihr euch jetzt mit Sicherheit, okay, es ist in der Dark World passiert. Was genau bedeutet das? Was genau bedeutet das für die echte Welt? Was passiert, wenn einem in der Dark World was zustößt? Das werden wir auch noch erkennen. Und es wird auch noch eine besondere Begegnung geben. Ich möchte tatsächlich, was mir jetzt gerade auffällt, bevor wir jetzt weitergehen, eine Sache, die ich mich frage, ist, was passiert, wenn wir jetzt zurück zum Dumpster gehen, wird dann noch Okay. Können wir gar nicht erst. Okay. Ja, Freunde, und an der Stelle sind alle Voraussetzungen für diesen Run hier, für die Route, gesetzt. Es ist unmöglich, den Run jetzt noch in irgendeine andere Richtung zu bringen. Und natürlich bedeutet das auch, dass es hier ein weiteres Ende geben wird. Es ist ein Gullideckel. Es ist eine Leiter drin. Möchtest du reingehen? Ja klar. Du bist hineingeklettert. Und wir sind jetzt direkt bei der Queen. Sieht so aus, als ob wir endlich die Fontäne. Fontäne, Brunnen. Es gibt viele Worte für dieses Wort. Ja, aber wo zur Hölle ist Chris? Chris! Wo zur Hölle warst du? Wir haben dich überall gesucht. Selbst Susi hat sich Sorgen gemacht. Hä? Nein, gar nicht. Weißt du, sag uns das nächste Mal, wenn du... Hey Chris, du... Geht's dir gut? Du siehst ein bisschen... Oh, Chris, wenn du dich verletzt hast, Susi kann dich heilen. Ja, das ist richtig. Ich bin jetzt ein Heilmaster. Ich bin sogar besser als Rolsey, also...
wenn du dich verletzt hast oder irgendwas, dann... Du könntest es mit einer Umarmung versuchen, wie eben. Halt die Klappe, lass uns einfach gehen! Guck mal, und selbst hier sind jetzt viele Dinge anders als sonst. Hä, ist das nicht... der Typ von vorhin? Warum ist da eine Statue von ihm? Es ist keine Statue, Susi. Hä? Weißt du, jeder dunkle Brunnen kreiert eine andere Welt. Eine Welt, dessen Dunkler den Willen des Brunnens reflektieren oder widerspiegeln. Und die können nicht alleine, die können in ihren eigenen Welten existieren, aber nicht in anderen. Oder sie können in anderen nicht existieren, wenn sie zu anderen eigentlich gehören. Also wenn wir ihn einfach zurück zur Castletown bringen, müssen wir das tun? Ja. Wie auch immer. Das ist eine ähnlich aussehende Statue. Es ist schrecklich. Die Butler sind alle im Café. Die Queen ist nirgendwo zu finden und wenn jemand das hier verteidigt, dann wird eine gruselige Macht das hier übernehmen. Okay, aber wenn es jetzt schon hier direkt nach oben geht, sind wir da nicht quasi schon... Kommt euch das nicht bekannt vor, Freunde? Mit dieser Frage, was das hier wohl bedeutet und was es hier sich in der Masion noch alles so verändert hat, das schauen wir uns im nächsten Part an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, euer Brain, Tüdelü mit Ü.